Jede Jahreszeit hat so ihren Charme. Und ich finde gerade der Herbst-Winter hat auch einen ganz besonderen Charme, in dem man sagen kann, Mensch, ach, ich freue mich doch auf die besinnliche Jahreszeit, dann mache ich es mir doch gleich gemütlich zu Hause. Ja, und da kommen so schöne Weihnachtsfilme und es ist alles so traumhaft, was da im Fernsehen läuft und man sitzt mit der Familie gemeinsam dann abends, auch vielleicht sonntags auf der Couch und denkt, schauen wir doch gemeinsam mal einen Film an. Naja, Kinoatmosphäre kommt da nicht so wirklich auf, denn meist ist der Klang zu Hause von dem schönen Flachbildfernseher, den Sie da haben, wo Sie jetzt gerade vielleicht doch drüber schauen, hallo, nicht so besonders, nicht so berauschend und dann doch eher enttäuschend. Und deshalb möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie es sich noch gemütlicher machen können und wie Sie ganz einfach den Klang nachrüsten. Ja, und vor allem wieder diese Atmosphäre, die durch den Klang, den richtigen Sound, das Sounddesign der Filme ins Wohnzimmer kommt, wie Sie die wieder perfekt genießen können. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Fernseher von heute anschauen. Viele haben vielleicht zur WM mal einen neuen gekauft. Ja, war kurze WM, aber den Fernseher, den haben wir ja immer noch. Und genau so sehen die modernen Fernseher aus. Wunderbar, das ist jetzt ein 50 Zoll, ist aber egal, ob das jetzt, das könnte auch ein 40 Zoll, ein 60 Zoll sein. Sie sehen nur ein ganz dünner Rand, oben, unten, links, rechts. Das heißt, hier kein Platz mehr für Lautsprecher. Wo sind die Lautsprecher eingebaut? Die sind entweder nach hinten weg oder nach unten weg. Und wo geht der Klang hin? Nach hinten oder nach unten. Und was kommt bei Ihnen an? Der Rest. Also nur ein Bruchteil des eigentlich wirklich hervorragenden Klangs. Es ist nicht so, dass diese Fernseher von heute schlechte Lautsprecher drin haben. Nein, die strahlen nur in die falsche Richtung. Und deshalb gibt es Soundbars und auch Soundbars. Basis. Und mit einer Soundbase möchten wir heute anfangen, weil das ist eine Möglichkeit, sich diesen Klang wieder zurück ins Wohnzimmer nach vorne zu hören. So sieht die aus. Und ich habe die jetzt extra mal separat vorne hingestellt, weil das ist jetzt wirklich hervorragend. Diese Base kann man jetzt ohne Probleme auch unter dem Fernseher, die stehen ja heutzutage, wenn sie auf einem Schrank stehen, auf einem Sockel, der ungefähr die Hälfte dieser Größe hat, also einfach draufstellen. Und jetzt habe ich ein Klangerlebnis, wie ich es mir wünsche. Und ich glaube, viele von Ihnen, die jetzt einen Fernseher gekauft haben in letzter Zeit, die haben im Verkaufsgespräch mit dem Verkäufer wahrscheinlich, wenn es ein guter Verkäufer war, gleich eine Soundbar mit angeboten bekommen, damit der Klang perfekt ist. Egal welche Marke von Fernseher, es wird eine Soundbar dazu verkauft. Aber dann haben sie auch Preise gesehen, die 80 Euro weit überschreiten. Die gehen dann nämlich bei 150, 160 Euro los, egal ob Soundbar oder Soundbar. Base. Hier haben wir jetzt wirklich eine unglaublich leistungsstarke, nämlich 120 Watt Spitzenleistung, leistungsstarke Soundbase mit eine 2.1 übrigens, also auch ein Subwoofer ist drin und zwar hier mit integriert und ein Klang, der wirklich zum Zungenschnalzen ist. Und ich muss das nochmal erzählen, als ich bei mir zu Hause an meinem Fernseher meine Unterstützung angeschlossen habe, also ich habe eine Soundbar zu Hause, aber eine Soundbase ist ja das Ähnliche. Ich habe so ein richtiges Aha-Erlebnis gehabt. Und ich schalte diese Soundbase jetzt mal an. Ich kann das natürlich bequem vom Sofa mit der Fernbedienung machen. Und jetzt hören wir, glaube ich, hier schon, was für eine ruhige, aber leistungsstarke Musik hier reinkommt. Passt jetzt genau zu den Bildern. Und Sie haben die Bilder vorhin trocken gesehen, ja, ohne Ton. Und das wäre auch mit schlechtem Ton so. Die haben keine Wirkung. Das sind irgendwelche flackernden Bilder. Jetzt haben wir hier diese getragene, ich gebe es zu, getragene Musik drunter. Und plötzlich bekommen die Bilder ein Leben. Und das ist eben durch den Ton dann zu machen. Schauen Sie sich das an. Plötzlich ganz andere. Der Sternenhimmel bekommt plötzlich Leben. Und das nur, weil da ein klein wenig Musik drunter liegt. Also, und solche Wirkungen haben wir. Wir haben hier eine Fernbedienung und da ist noch was ganz Wichtiges drauf. Also erstmal kann ich Ihnen die ganzen Optionen gleich zeigen auf der Fernbedienung. Aber vor allem, ich kann hier auch genau die Musik oder den Klang einstellen, den ich möchte. Wir haben hier einen Equalizer drauf. Und dazu mache ich hier einfach mal wieder aus, damit man das besser hören, aber ich glaube, der Klang, den haben Sie deutlich gehört. Aber jetzt schauen wir mal auf die Fernbedienung und da haben wir verschiedene Punkte, die wir einsteuern können. Und ich möchte natürlich Ihnen das jetzt nicht vorenthalten. Wir haben einmal natürlich auch ein Radio integriert. Ich kann Radio hören und hier habe ich den automatischen Sendesuchlauf. Hier kann ich muten. Das kann immer mal sein, dass man zwischendrin leiser machen will. Hier die ganzen Optionen, eine AUX, also ein externes Gerät. Wir haben Optional, das ist also jetzt über TOS-Link, das wäre ein digitaler
Anschluss, wir haben HDMI. Wenn Sie zum Beispiel einen integrierten Triple-Tuner haben, dann sollten Sie über HDMI aus Ihrem Fernseher raus in diese Soundbase. Und das geht über den HDMI-Anschluss, deshalb steht es hier nochmal drauf, der mit ARC gekennzeichnet ist. ARC für Audio Return Channel. Das ist nämlich der einzige HDMI-Kanal an Ihrem Fernseher, der nicht nur Eingang, sondern auch Tonausgang ist. Aber was ich ganz wichtig finde, ist das hier unten. Sie sehen hier Music, Movie und natürlich Voice. Also hier ganz einfach für Musik, da fahre ich oftmals basslastiger. Ich gehe zum Beispiel bei den Movies, bei den richtig schönen Blockbustern, da sind auch die Mitten sehr, sehr wichtig. Und dann bei der Stimme, da gehen die Bässe wieder raus und die Höhen werden ein bisschen mehr reingemacht. Aber das ist hier eine Grundeinstellung. Und je nachdem, ob Sie Nachrichten, Blockbuster oder eine Musiksendung anschauen, können Sie es entsprechend einstellen. Die Soundbar hier, also die Soundbass, sagt mal hier dazu, ist übrigens natürlich auch Bluetooth-fähig. Das käme dir wieder sehr entgegen, weil da kannst du jetzt einfach dein Smartphone verbinden und deine Playlist über 120 Watt Musikspitzenleistung anhören. Ist doch auch eine tolle und moderne Sache. Ja, das ist vor allem schön, auch für die Herren zu argumentieren vor den Damen, wenn man dann sagt, Mensch, Sie wollten das ja schon lange haben. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Ne? Gerade die Herren, da schlägt ja das technische Herz dann auch ein bisschen schneller und höher, sagen dann, Mensch, eigentlich, ich meine, der Herr da in dem Elektrofachmarkt hat das ja nicht ohne Grund empfohlen. Ich höre es ja auch selbst, müsste da wirklich eine Klangunterstützung hin. Jetzt da aber gleich 200, 300 oder 400 Euro zu berappen, ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, wo man in der Vorweihnachtszeit sagt, Mensch, das muss für einen selbst nicht sein. Für 80,66 Euro darf man sich sowas aber wirklich selbst auch mal leisten und gönnen, um sich einfach auch den Winter schön zu gestalten. Und das ist ja das Tolle daran. Und gerade wenn man dann auch der Liebsten, der Dame, der Regierung zu Hause sagt, Mensch, wir haben hier nicht nur ein erstklassiges Kinoerlebnis dank dieser Klangunterstützung der 2.1 Soundbase, die wir jetzt hier haben zu Hause, sondern auch noch die Möglichkeit darüber, über Bluetooth dann die Lieblingsplaylist zu streamen, wenn dann die Gäste zum Beispiel am Adventssonntag vorbeikommen zu Kaffee und Kuchen oder wenn man auch sagt, Mensch, wir sind am Abend mal bei uns und möchte einfach etwas klangvolle Musik hören, dass man das gleich darüber machen kann. Und so, Ralf, würde ich wirklich sagen, braucht man für 80,66 Euro jetzt gar nicht lang diskutieren, sondern bitte gleich in die Leitung gehen, ZX17, 65 und die 569. Und vor allem auch das Filme anschauen macht wieder viel mehr Spaß. Ich denke, Sie haben auch einen Lieblingsfilm, den Sie irgendwann vor ein paar Jahren mal im Kino gesehen haben, der jetzt halt ab und zu, also ich habe einen ziemlich brutalen oder sehr nachdenklichen Film als Lieblingsfilm, weil ich das eine Hochburg der Schaffenskultur finde. Schindlers Liste ist mit Abstand mein Lieblingsfilm, muss ich sagen, weil er so eindrucksvoll gemacht ist. Aber es gibt auch ganz andere Actionfilme oder wenn du Soldat James Ryan oder ganz andere Filme, wo es um Wirkungen geht, die durch das Sounddesign erzeugt werden. Das bekommst du mit so einer Soundbase oder eben einer Soundbar. Und eine Kleinigkeit wollte ich noch erzählen. Ich habe am letzten Wochenende ein mir befreundetes Ehepaar zu Besuch gehabt, übers Wochenende bei mir. Und die haben eine Soundbar gesehen. Und dann war gleich mal die Frage, bringt das was? Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann euch jetzt viel erzählen, ich führe es euch vor. Ich habe das ganz normale Fernsehprogramm an und habe die Soundbar ausgesteckt. Ich habe sie per Toslink angeschlossen, habe sie ausgesteckt und dann lief der normale Lautsprecher vom Fernseher. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt hört mal genau zu, habe es eingesteckt und plötzlich war ein ganz anderer Klang da. Und die haben beide den Mund nicht mehr zugekriegt und gesagt, oh, kaufen wir uns auch. Ja? Aber das ist eigentlich das Erleben. Das muss man einmal gehört haben, dann will man es nicht mehr anders. 120 Watt erleben, ZX1765 und die 569. 2.1 Soundbase mit integriertem Subwoofer, hier für Sie für 80,66 Euro. Und vor allem auch sehr schön und clever, dass Sie jetzt bereits darüber nachdenken, sowas natürlich auch als Weihnachtsgeschenk schon zu bestellen. Sagen Sie, habe ich sicher zu Hause, kann ich schon mal verpacken. Das ist doch genau das Richtige für Dieter, Thomas oder vielleicht auch für Sie selbst. Ja, wenn es jetzt aber um Geschenke geht, dann können Sie sich ein ganz besonderes, kostbares Geschenk machen, was Sie, und das verspreche ich Ihnen an dieser Stelle, nicht eine Sekunde lang bereuen werden. Das ist eine 6-Kanal 3D Soundbar, die Sie jetzt entweder verschenken oder sich auch mal selbst schenken und gönnen. Denn Sie haben ja auch in diesem Jahr viel für andere getan, viel für andere gegeben. Und wenn Sie jetzt selbst schon sowieso lange gesagt haben, Mensch, eine Soundbar hätte ich gern, dann gönnen Sie sich hier wirklich auch die Creme de la Creme. Denn Ralf, das ist wirklich Soundbar, wie sie schöner nicht sein kann. Ja, also es gibt ja welche, die sagen, ich möchte, dass man es gar nicht sieht, so richtig unscheinbar. Andere sagen, ich möchte
zeigen, was ich habe. Und das ist hier diese Soundbar, mit der zeigt man einfach, was nicht man klopfen, hat. Nicht klopfen, protzen. Ja, also man hört es auch ganz, ganz deutlich, weil mit 250 Watt, die wir uns auch gleich anhören werden, Musikspitzenleistung. Und du siehst hier diese Bassöffnungen auf der Seite, tiefe Bässe, hohe Höhen, starke Mitten. Also für alles das Beste. Das ist eine, die zeigt man. Ich zeige dir auch gleich, warum und was man alles zeigen kann. Und vor allem damit habe ich ein unglaubliches Klangerlebnis. Gerade eben 120 Watt, das war schon bärenstark, aber bei 250 Watt, das reicht auch aus, um die Nachbarn zu ärgern. Wobei es hier natürlich nicht um die Lautstärke geht, es geht darum, um die Qualität und um wirklich diesen Kinoklang wieder ansatzweise zu Hause ins Wohnzimmer zu bringen. So, und jetzt im Moment ist es noch ein bisschen ein Wolf im Schafspelz, aber wir können hier auch jederzeit wirklich zeigen, was wir haben, und das machen wir mal. Da sehen Sie hier eine schöne Abdeckung, so sieht es noch ein bisschen harmlos aus. Die kann ich aber auch jederzeit wegmachen. Und jetzt sehen wir unglaublich leistungsstarke Lautsprecher, insgesamt 15 Stück, die übrigens in 5 Gruppen unterteilt sind. Warum? Da werden wir gleich dazu kommen. So, jetzt sehen wir hier, er will Bluetooth-fähig. Das sehen wir schon mal im Display. Ich mache jetzt kein Bluetooth-Gerät, sondern ich drücke hier ganz einfach drauf und gehe damit dann auf USB. Jetzt sehen wir USB. Das kann ich natürlich auch mit der Fernbedienung machen. Und jetzt hören wir einen Klang. Achtung, ich mache mal ein bisschen lauter. Oh, ich bin auf leiser, Entschuldigung. Lauter, jetzt. Und jetzt achte mal, ich bin noch im unteren Drittel der Lautstärke. Und jetzt hör mal diesen Klang, den wir jetzt hier erleben. Das ist jetzt eine getragene Filmmusik, ja. Aber ich glaube, da kann man schon erahnen. Wir können das natürlich jetzt auch viel leistungsstärker machen. Ich muss immer ein bisschen zielen von der Seite. Das zum Beispiel, das kennt ja auch jeder, oder? Ich höre gerade aus der Regie, das ist aber arg laut und ich bin noch im unteren Drittel, aber ich mache gerne wieder ein bisschen leiser. Haben wir uns gerade schlecht verstanden? Ja, das liegt daran, liebe Zuschauer, dass wir hier mal ein bisschen höher von der Lautstärke gegangen sind. Wie Ralf schon gesagt hat, immer noch im unteren Drittel des Lautstärkebereichs, den Sie dann letztlich nutzen können. 284,91 Euro, auch ein unschlagbarer TV-Sonderpreis. So eine Soundbar, lieber Ralf, die wird normalerweise in der Klangkabine abgehört. ZX1603 und die 569, die Bestellnummer, hier dann gleich in die Leitung gehen und bestellen. Sollen wir noch mal ein bisschen leiser machen? Ja, ich glaube, der Ralf möchte uns jetzt nämlich auch zeigen, wie man sowas zu Hause überhaupt anbringt. Ist anbringt das richtige Wort? Ja, anbringen musst du nicht, hinstellen, dort, wo du es hinhaben willst. Ja. Natürlich zentral zum Fernseher, unten drunter an den Schrank zum Beispiel. Und viele haben immer Angst, neue Technik, oder das muss ich auch noch anschließen. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach das ist, weil auch hier haben wir ganz, ganz einfache Anschlussmöglichkeiten. Das habe ich jetzt aus dem Unterteil praktisch aus einer ausgebaut, damit ich Ihnen das mal zeigen kann und wir trotzdem weiter die Soundbar hören können. Das Wichtige ist einfach nur hier, Stromanschluss, ich glaube, der ist unglaublich einfach. Kabel ist natürlich dabei. Und jetzt schauen wir hier rüber. Da sehen wir HDMI-Anschlüsse. 2 In, 1 Out. Jetzt, wenn Sie einen SAT-Receiver haben, ja, außerhalb des Fernsehers, dann gehst du damit einfach rein. Du kannst nebenher natürlich auch zum Beispiel noch mit einer Spielekonsole rein. Weil auch das Zocken macht viel mehr Spaß mit diesem unglaublichen Sound. Dann können wir hier ein externes Gerät, AUX, anschließen über Stereo-Cinch. Das könnte zum Beispiel auch ein alter Plattenspieler oder CD-Player sein, den ich als Baustein hatte. Und der Rest hier, das ist die Unterstützung, wenn ich eine 5.1-Anlage zu Hause habe. Die wird hier unterstützt. Dann könnte ich die Soundbar einbinden, wenn ich das möchte. Also kinderleicht, wenn ich möchte, kann ich sogar noch 2 Mikrofone anschließen. Auch das geht. Beim HDMI muss man nur eins bedenken, wenn man jetzt einen Fernseher hat, der einen internen Tuner hat. Also die meisten Fernseher, die ich heute kaufe, haben einen Triple Tuner. Dann schließe ich an HDMI, das ist meistens der HDMI 3, an den Steckplatz an, der mit ARC, also Audio Return Channel, beschriftet ist, und schon ist es verbunden. Bluetooth-Fähigkeit, das haben wir gerade auch gesehen, also auch hier kannst du deine Playlist nicht mit 0,5 Watt, was wahrscheinlich dein Handy hat, sondern mit 250 Watt Musikspitzenleistung hören. Und das ist Gänsehaut-Feeling pur.
Und jetzt hatte ich vorhin angesprochen, 15 Lautsprecher in 5 Gruppen. Warum? Ganz einfach, weil ich hier jetzt einen sogenannten 3D-Sound arrangieren kann. Das mache ich mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung. Und dann werden die Gruppen, diese Lautsprechergruppen, unterschiedlich angesteuert. Das heißt, egal wo du im Raum bist, du hast überall immer den gleichen raumfüllenden Klang. Und das mal zu erleben, ist schon ein Highlight. Und ich muss sagen, hiermit, also das ist unsere größte, aber auch erfolgreichste Soundbar, weil ich glaube, viele sagen, wenn schon eine Soundbar, dann möchte ich das größtmöglichste, das leistungsstärkste, aber ohne ein Vermögen dabei ausgeben zu müssen, weil schauen nur mal auf die unverbindliche Preisempfehlung, die nach meinem Erachten hier schon unglaublich günstig ist, mit knapp 500 Euro. Das ist für so eine Soundbar ein ganz normaler Preis und schau mal, wir haben es fast halbiert. Ja, 284,91 €, das ist eine Kampfansage, muss man wirklich sagen. Versandkostenfreie Auslieferung auch an dieser Stelle. Und hier sehen wir das, was der Ralf eben besprochen hat, auch nochmal schön grafisch dargestellt. Wie hier der 5.1 Surround Sound wirklich einen klangfüllenden, raumummantelnden Klang. 3D-Klang, nicht 5.1, 3D. 3D-Klang. 5.1 ist das, was man normalerweise kennt, wo man, wenn man eine Anlage hat, so verschiedene. Ist eigentlich Punkte immer hat, ganz einfach zu erklären. 2.1 sind 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer. 5.1 sind 5 Lautsprecher, das ist 1 Sender und 4 Satelliten und 1 Subwoofer. Ah. Und wenn man sowas zu Hause hat, dann hat man ja Dolby Surround Sound, aber dann kannst du das hier praktisch als Sender nehmen und die 5.1 Anlage wird von hier aus gesteuert und du hast zusätzlich noch diesen 250 Watt Musikspitzenleistung bringenden Sender dazu, aber ohne das, da benutzt du den 3D Sound und der ist ganz, ganz ähnlich wie dieser 5.1 Sound. Gott sei Dank haben wir unsere Männer, oder? Stellen Sie mal vor, ich hätte Ihnen das erklären müssen. 284,91 €, ZX1603 und die 569, die Bestellnummer. Gehen Sie da gleich in die Leitung und sichern Sie sich diese Sensation. Wirklich, wir versprechen Ihnen, Sie werden es nicht eine Sekunde lang bereuen, hier zugegriffen zu haben. Denn dieser Klang, das ist einfach was Herzerwärmendes. Das ist Gänsehauterlebnis pur, die Sie jetzt hier bekommen und das auch noch zum Spitzenpreis. Aber wir hören gerade unsere Soundbase für 80,66 €. Ist auch sehr gefragt. Sie haben wir später zugeschaltet oder sagen, Mensch, wie war das nochmal? Ich muss jetzt gerade nochmal beides im Vergleich sehen. Ja, natürlich fassen wir für Sie nochmal gern zusammen. Begonnen hier mit der ZX1765 und der 569. Der Vorteil an einer Soundbase ist natürlich, dass ich die praktisch unsichtbar sogar unterm Fernseher anbringen kann. Wir sehen eine große Stellfläche, da stelle ich meinen Fernseher heutzutage einfach drauf. Das ist problemlos möglich. Und jetzt habe ich eine Klangunterstützung meines Fernsehers mit bis zu 120 Watt Musikspitzenleistung. Die Anschlüsse unglaublich einfach, entweder über Glasfaser, also Toslink oder über HDMI. Und ich habe noch viel mehr Möglichkeiten, als den Fernseher zu hören. Ich habe der Bluetooth ist er fähig, also ich kann mein Handy verbinden. Und ich habe auch noch ein Radio mit integriert. Also das ist eine Soundbase der Extraklasse zum kleinstmöglichen Preis. ZX1765 und die 5689,66 €, Ihr Spitzen-TV-Sonderpreis. Sehr, sehr schön. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich möchte mich da einfach mal reinhören, ich möchte einfach auch mal mit dem Thema vertraut werden, ist das definitiv die richtige Wahl für Sie. Und vor allem, wenn man sagt, Mensch, es soll jetzt auch den finanziellen Rahmen nicht sprengen. Wenn Sie aber sagen, Soundbar habe ich mir schon lange gewünscht und ich bin auch bereit, mal den ein oder anderen Cent drauf zu legen, dafür aber wirklich die absolute Superlative zu bekommen, dann bitte jetzt hier mit der ZX1603 und der 569 die 6-Kanal 3D Sound abstellen. Also optisch ein Leckerbissen, akustisch eine Rakete mit diesen 15 Lautsprechern und auch wenn man Musik hört, mal zum Putzen oder so, gigantisch. Aber richtig kommt er natürlich zur Wirkung, wenn ich mir Blockbuster anschaue, wenn ich wieder dieses Kinoerlebnis in mein Wohnzimmer zurückhole oder wenn ich mit einer Spielekonsole spiele, dann habe ich ganz andere Effekte. Es ist für mich eine der besten Soundbars, die derzeit auf dem Markt sind und in diesem Preissegment ganz, ganz klar die beste für mich persönlich. Weil ähnliche oder ich sag mal annähernd solche, die kosten weit über 500 Euro im Normalfall. Und jetzt schau auf unseren Preis, da muss man einfach zuschlagen. 284,91 € mit versandkostenfreier Lieferung. Sie haben alles richtig gemacht, dass Sie jetzt hier in dieser Sendung zugegriffen haben. Egal für welches Modell Sie sich entschieden haben, ob Premium Soundbar, wie jetzt gerade noch wunderschön im Bild zu sehen, oder aber die Soundbase für 80,66 €, unser Preis-Leistungs-Champion. Sie dürfen sich freuen auf wunderschöne Weihnachtsfilme, die Sie jetzt anschauen werden, wo Sie dann endlich wieder diese Gänsehaut-Momente bekommen werden, weil der Klang jetzt
wirklich exzellent bei Ihnen zu Hause ist und Sie quasi das Heimkinoerlebnis trotz Flachbildfernsehen, wie wir es eingangs gesagt haben, jetzt für wenig Geld nachgerüstet haben. Wir machen lauter, wir lehnen uns zurück. Sie gehen bitte gleich in die Leitung und bestellen, damit Sie sich die Spitzenpreise sichern und Ihre Lieblingsplaylist können Sie natürlich auch noch geben. Deshalb gleich in die Leitung gehen. Los geht's, viel Spaß!